Der Artikel, den ich gelesen habe, heißt: Ist die Schuluniform sinnvoll? Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch die Simulation von der Prüfung TELG Deutsch B2, eine Diskussion. Den Artikel für diese Diskussion habe ich mir selbst ausgedacht, und zwar diskutieren wir heute über die Frage, ob die Schuluniform sinnvoll ist oder nicht. Falls dir diese Videos von mir sehr gut gefallen, schreibe mir bitte in die Kommentare, ob du alles verstehst und ob du dem Video auch folgen kannst. Und wenn du noch weitere Themen hast für die Prüfung, für die Diskussion, schreibe mir das auch in die Kommentare, dann werde ich das Video zu diesem Thema auch erstellen. Und für mich ist wichtig nur deine Meinung, ob du diese Art von diesen Videos sehr gut verstehen kannst. Deswegen sage ich dir das. So, nun beginnen wir. Und falls du noch mehr Videos für die Prüfung TELG Deutsch B2 brauchst, besuche bitte meine Playlists für die mündliche Prüfung, für die Briefe und für die Grammatik und für die Tipps für die Prüfung. Und falls du noch irgendwie eine Frage hast, kannst du mir gerne per E-Mail deine Frage schreiben. Dann viel Spaß damit. Tschüss! Der Artikel, den ich gelesen habe, heißt: Ist die Schuluniform sinnvoll? Der Autor des Textes sagt, dass die Schuluniformen in Russland, England und China gern getragen werden. Dem Artikel zufolge freuen sich die Schulen auf das einheitliche Aussehen von Kindern. Alle Kinder sehen gleich aus. Nun stellt der Autor die Frage, ob es Sinn macht, die Schuluniform einzuführen. Ist es gut für die Schüler? Die Vorteile einer Schuluniform sind: Alle sehen gleich aus. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, was man morgen früh in die Schule anziehen soll. Manche Uniformen sehen sehr schick aus. Man sieht sofort auf der Straße, welches Kind zu welcher Schule gehört. Keiner wird gemobbt. Niemand fühlt sich reicher oder auf einer höheren Ebene, der Markenklamotten anhat. Außerdem wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, nicht nur in der Klasse, sondern in der ganzen Schule. Man sieht den Schülern den sozialen Stand nicht an, stärkere Identifikation mit der Schule, man macht gleichzeitig Werbung für die Schule. Wenn einem die Schuluniform zu langweilig wird, kann man sie mit schönen Accessoires verzieren. Morgens muss man nicht erst noch seine Klamotten raussuchen, sondern man muss die Schuluniform anziehen. Man steht nicht unter Gruppenzwang. Man muss sich nicht immer sofort die neueste Hose oder das neueste T-Shirt kaufen. Außerdem wird nicht mehr auf die Kleidung geachtet, sondern auf den Charakter. Markenwahn wird gemildert. Und es gibt keine Ablenkung im Unterricht durch auffällige Kleidung anderer Mitschüler. Stimmst du dem Autor zu, dass? Ja, ich. Die Gegenseite argumentiert jedoch, dass die Schuluniformen viel zu teuer sind. Nicht jede Familie kann sich eine Schuluniform leisten. Manche Kinder fühlen sich unwohl, wenn sie eine Schuluniform tragen sollen. Die freie Entfaltung der Schüler wird eingeschränkt. Was denkst du darüber? Es wird langweilig, immer das Gleiche anzuziehen. Es könnte dann nur noch auf Gewicht oder Größe geachtet werden, somit könnte wieder ein neuer Grund zum Mobbing entstehen. Ich bin der Meinung, wenn die Mädchen Röcke bekommen, ist es im Winter zu kalt. Eine Schuluniformpflicht verletzt das Selbstbestimmungsrecht der Schüler und Eltern. Noch ein Nachteil der Uniform ist, die Farben der Uniform passen nicht jedem Kind. Man muss die Schuluniform auch waschen und einen Ersatz haben. Ich bin davon überzeugt, dass Uniform sehr gute Sache ist. Außerdem sieht man die Angehörigkeit zu einer Schule. Ich würde gerne eine Schuluniform tragen.